Grüße Leute und willkommen bei Zelda Historia. Heute dreht sich alles um das ultimative Kriegs-Action-Abenteuer, in dem Zelda, Link und Co. ganzen Armee in den Arsch treten können. Hyrule Warriors Age of Calamity. Dieses Abenteuer bietet den Spieler und Spielerinnen nämlich die Möglichkeit, noch einmal in die Welt von Breath of the Wild einzutauchen. Bloß mit ein bisschen mehr Action. Na gut, vielleicht etwas sehr viel mehr Action. Sehr, sehr viel mehr Action. Hier mal nur zur Erinnerung. So sieht ein Kampf in Breath of the Wild aus. Und so in Hyrule Warriors! Aber Hyrule Warriors bietet nicht nur eine Schnetzelplatte vom Allerfeinsten, sondern auch neue Gegner, Ereignisse und Charaktere. Einer von ihnen ist der zunächst namentlich unbekannte Mini-Wächter, der eine geheimnisvolle Macht besitzt und damit durch die Zeit reisen kann. Und damit wiederum die Geschichte von Breath of the Wild komplett umschreibt. Und wieder eine neue Zeitlinie aufmacht. Jaha, die Leute, die gedacht haben, Nintendo hat es endlich geschafft, mit Breath of the Wild die Timeline wieder zusammenzuschließen und damit zu entwirren, so wie dieses naive Kerlchen hier, haben sich gewaltig getäuscht. Yeah, Nintendo, toll. Ich wette, in 25 weiteren Jahren sieht die Timeline dann so aus. Aber zurück zu Age of Calamity. Erinnert ihr euch noch an diese Szene aus Breath of the Wild? Zelda aktiviert endlich ihre Kräfte und verwandelt damit jede Menge Wächter in Altmetall. Durch diese magische Lichtexplosion wird der kleine Wächter aus seinem Schlaf geweckt, der seltsamerweise mit Zelda auch telepathisch verbunden zu sein scheint. Um ihr zu helfen, aktiviert er ein Portal zurück in die Zeit, um unsere Heldin vor den kommenden katastrophalen Ereignissen zu warnen. Und dabei hat der kleine Robo richtig Glück, dass die normalen Wächter einfach zu fett sind, um in Zeldas Zimmer zu passen. Ja, wer immer noch Kuchen verputzt, sieht irgendwann selber aus wie ein laufender Kuchen. Link ist in der Vergangenheit übrigens noch ein normaler Ritter am Hofe Hyrules, welches immer und immer mehr von den Monstern bedrängt wird. Durch mehr oder weniger glückliche Zufälle kommen nun Prinzessin, eine echt junge Impa, der kleine Robo und Link zusammen und wollen gemeinsam Hyrule retten. Denn relativ schnell wird klar, dass Hyrule kurz vorm Untergang steht. Auf dem Weg zum Forschungsinstitut, um mehr Daten aus dem kleinen Robo zu bekommen, werden sie plötzlich von einem manipulierten Wächter angegriffen. Moment mal, was war das denn? Wo kommt denn auf einmal dieses Fetzen Verheerung her? War der zufällig gerade in der Gegend? Ist Sommer und die Verheerungen fliegen tief? Oder kam es von einem geheimnisvollen Antagonisten? Und den Antagonisten hinter den Antagonisten, den ich jetzt aber noch nicht spoilern möchte. Auf jeden Fall rettet Link Zelda im letzten Moment nochmal vor einem massiven Laserkopfschuss. Stärke 9, mindestens minus 3 AP und 6D Damage. Und den geneigten Spieler wird jetzt schnell klar, dass die Korruption der Wächter, die Hyrule eigentlich beschützen sollten, schon begonnen hat. Und die düstere Zukunftswelt des kleinen Roboters, der die Grundlage für Breath of the Wild darstellt, näher rückt. Was wiederum unseren Protagonisten noch nicht ganz bewusst ist. Zwar extrahieren sie Bilder aus dem kleinen Robo, dort sind aber keine Wächter drauf zu sehen. Dafür Bilder von riesigen Säulen und ein brennendes Hyrule. Okay, die Logiklücke mal beiseite genommen, dass Klein Robi solche Bilder gar nicht hätte aufnehmen können. Einfach aus dem Grund, weil er im Schloss war und nicht vorher noch eine Sightseeing-Tour drumherum gemacht hat. Oder die Logiklücke, dass der böse Wächter, der den kleinen Robo verfolgt hat, nicht auf der Aufnahme war. Wundere ich mich schon, warum die Genies Pua und Rubelo behaupten, dass sie keine weiteren Informationen aus den Bildern entnehmen können. Ich meine, man muss doch kein Sherlock sein, dass die riesigen Steinsäulen im Normalfall eben nicht vor dem Schloss stehen und aus Sheikah-Tech bestehen. Weil selbes Oberflächendesign wie bei den Wächtern. Und Wächtern mit riesigen Lasern erzeugen vielleicht doch mal brennende Häuser? Hä? Nun, trotz der subtilen Hinweise wird gemeinsam mit dem König der Plan gefasst, für die vier mächtigen Titanen die passenden Steuermänner und Frauen zu bekommen, um der Verheerung entgegentreten zu können. Hier ist auch schön zu sehen, dass die Charaktere der Recken durchaus mal stärker beleuchtet werden, wie etwa bei Breath of the Wild, was meines Erachtens dort viel zu kurz kam. Die besorgte Mipha, der brüderliche Daruk, die souveräne Urbosa und der wirklich talentierte Rivalo, der hier zwar ebenfalls wenig bescheiden rüberkommt, aber zumindest versteht oder vielmehr sieht der Spieler hier, warum er als fähig gilt, sodass er sich im Kampf auch ohne weiteres sogar mit Link messen kann. Alles schöne Details, die der Geschichte wirklich Mehrwert geben. Ach ja, und man erfährt, dass Link wirklich so ziemlich alles ist. Auch schick.
Und während in Breath of the Wild die Bedrohung nur durch Ganon in Wolkenform und seine von ihm machtbesessenen Wächter deutlich wurde, präsentiert man uns hier einen greifbaren Schurken namens Astor. Dieser kennt ebenfalls Hyrules düstere Zukunft und ist ein Fanboy von Ganon und will mit Hilfe der Monster und der Jäger natürlich unsere Recken davon abhalten, die Zukunft zu ändern. Was sind wohl seine Motive? Sind sie tiefer als wir ahnen? Göttlicher oder philosophischer Natur? Wer über ihn verfügt, der regiert schon bald die ganze Welt. Ja, nee, klar. Weltherrschaft, wie kreativ, Nintendo. Ich hatte mal eine Theorie zu einem finsteren Seher bzw. Berater am Breath of the Wild aufgestellt, die vielleicht ein kleines bisschen besser gepasst hätte, die sich aber leider durch Age of Calamity nicht bestätigt hat. Wer da aber trotzdem mal reinschauen möchte, Link ist in der Beschreibung. Und wo wir gerade bei haltlosen Theorien sind, hier meine Theorie, wie Gaswolken Ganon eigentlich entstanden ist. Boah, war der verheerend. Aber wieder zurück zu Age of Calamity. Dort wird ebenfalls nochmal Zeldas Konflikt mit ihrem Vater und ihrem Schicksal den Spieler vor Auge geführt. Und ein Schlüssel zu ihrer Bewältigung ist tatsächlich der kleine Roboter. Und viele, viele kleine, etwas schnulzige Erinnerungen und Sequenzen zu Zeldas Vergangenheit. Denn eigentlich ist sie in Verbindung mit dem Schwinger des Master Swords der Schlüssel zur Rettung der Welt. Und ja, auch die Titanen und ihre Lenker. Aber wenn man im Spiel sieht, dass Link ganz allein ganze Armeen verprügeln kann, ja, selbst ein tanzender Deku mal eben einen Leuten zusammenschrottet, frag ich mich schon, wozu man die Titanen nochmal ganz genau braucht. Alle prügeln mit? Warum nicht gleich so? Warum hat sich Link immer so schwer getan, wenn selbst Freund Baum hier locker einen Wächter hops nimmt? Aber warum fragen wir das Bäumchen doch nicht gleich selber? Hier ist Hestu! Hallo altes Laubgewächs, wie geht es dir so? Willkommen in der Show. I'm Groot. Was? Kleiner Scherz, ich übe nur für eine Rolle. Als gelehrter Theaterdarsteller muss man seinen Beruf, nein, seine Berufung leben. Na toll, noch so ein verkappter Künstler. Und seit wann werden in der Baumschule überhaupt Theaterdarsteller ausgebildet? Was? Ach nix, ich hab nur einen sehr langen Zettel mit Interviewfragen vorbereitet. Bist du bereit, mir etwas mehr über Hyrule zu erzählen? Nein, für einen dahergelaufenen, ungebildeten Bauern wie dir werde ich gar nichts beantworten. Also frag dich selbst, weißt du oder weißt du nicht die hohe Kunst der Darbietung zu schätzen? Digga, ich hab zu Hause Pflanzen auf dem Balkon. Selbst denen beim Wachsen zuzuschauen ist spannender als dich als Kampfavatar zu nutzen. Hey, aber ich mag deinen Auftritt in Breath of the Wild. Ich denke nur nicht, dass du eine Kämpfernatur bist. Hä? Verstehst du? Natur, wegen Baum und so weiter. Oh, du hast den Pfad der Schmerzen gewählt. Warum müssen meine Interviews immer so schnell eskalieren? Egal, der kann mir nix. Hey, du übergroßes Gemüse, denkst du, ich hab Angst vor dir? Du hast ja nicht mal deine Kampfrassel mit dabei. Nein, aber ich kann dir auf andere Art und Weise wehtun. Ach ja? Andere Kanäle haben es in einem Jahr zu dreimal mehr Abos geschafft, wie du nach 8 Jahren. 6,5 Stunden später. Zurück zur Geschichte von Age of Calamity. Im ganzen Plot geht es auf und ab, mal schlägt man die Horden der Finsternis in die Flucht und dann greifen sie an anderer Stelle wieder stärker an. Und verständlicherweise ist die Story grob gesehen das, was sie schon im ersten Hyrule Warriors war. Ein Vorwand, sich ordentlich zu prügeln und lustige Zwischensequenzen zu zeigen, um den Charakteren mehr Persönlichkeit zu geben. Etwas, was in Breath of the Wild wirklich etwas verpasst wurde. Hier zu sehen etwa in einer Sequenz, bei der Zelda mal wieder an sich selbst zweifelt und Link lustig etwas futtert. Und genau das ist auch, was dem Spiel aufgrund seines Umfangs an Zwischensequenzen besser gelingt als dem Spiel, auf dem es basiert. Charaktere wie Rivali oder Sidon werden hier tiefer betrachtet und man erfährt auch, wie manche von ihnen zu Recken wurden bzw. was sie dafür auszeichnet. Und auch Nicht-Recken-Nebencharaktere wie Pura oder König. Roam Bosphoramus Hyrule. Der nebenbei übrigens einen ganz schönen Schwinger drauf hat, dürfen sich hier so richtig auslassen.
Doch leider passiert in der Story genau das, was hätte nicht passieren dürfen. Die Verheerung Ganon greift schneller an als gedacht und verwüstet Hyrule. Das Schloss, die Titanen und ihre Piloten und sogar der König werden angegriffen. Und alles steht vor einer krachenden Niederlage. Es ergibt sich also fast alles so, wie die Ereignisse in Breath of the Wild schon mal eingetroffen sind. Doch dieses Mal wird Link eben nicht halb tot gelasert, sondern der kleine Robo aktiviert per Tränenpower ein Portal durch die Zeit. Dadurch bekommen die Recken, deren Schicksal es ist, zumindest laut Breath of the Wild zu verrecken, Hilfe von den neuen Recken aus der 100-jährigen Zukunft, die wir eben schon aus Breath of the Wild kennen. Und im Teamfight wird der Kampf gedreht. Am Ende gibt es sogar nochmal Smalltalk und Mipha kennt ihren kleinen, nun großen Bruder. Der gleich mal erklärt, dass er eben aus der Zukunft kommt. Und die Reaktion darauf von unseren Vergangenheitshelden? Das wäre zwar komisch, und doch gibt's im Moment Wichtigeres. Oh, halt. In Schloss Hyrule, was ist dort geschehen? Klar, die Sache, was mit dem König und dem Schloss passiert ist, ist wichtig. Aber mal ohne Scheiß, danach wird die Zeitreisethematik kaum noch betrachtet. Würde nicht jeder einen Zeitreisenden aus der Zukunft Fragen stellen wollen? Mipha zum Beispiel. Werde ich Link heiraten? Oder Daruk, hey, was passiert mit mir in der Zukunft? Gibt's da noch genug Stein zu essen? Und wie wird das Wetter morgen, denn da machen wir Picknick. Jeder Einzelne hätte locker 100 Fragen. Und im Spiel wirkt es so, als hätte man alle Zeit der Welt. Und trotzdem schweigen sich alle aus. Und nebenbei tun sie so, als würden sie sich schon jahrelang kennen. Trotzdem gut, dass du dabei warst. Eine ganz neue Seite an unserem Recken. Ganz neue Seite an unseren Recken. Woher willst du denn das bitteschön wissen? Ich habe ja so lange mit einem neuen Zelda Historia gewartet, weil ich gehofft hatte, dass zumindest die DLCs etwas mehr Logik und gehaltvolle Story mit reinbringen. Aber nein, Pustekuchen. Nun, dafür gibt es schöne Mecha-Fights, wo man alles so klumpballern kann. Das ist doch auch was. Trotzdem, bei allen Gemecker, funktioniert die Interaktion zwischen den Generationen ansonsten sehr schön. Es kommt Stimmung auf und das ist neben den ganzen Prügeln auch ziemlich wichtig. Als Astor alle vier Flüche Ganons reaktiviert, muss sich Link ihm stellen, um Zelda zu beschützen und gerät dabei selber in Bedrängnis. Zelda entscheidet sich diesmal gegen die Flucht und erweckt dabei ihre Kräfte. Dieses Mal, im Gegensatz zu Breath of the Wild, kann sie ihre Freunde gerade noch rechtzeitig retten. Auch wenn viele Zivilisten und Krieger Hyrules im Kampf ihr Leben lassen mussten. Jetzt gibt es wieder eine neue Hoffnung und diese heißt Zelda, die nun Hyrules Widerstand gegen Astor anführt und sich der Verheerung stellen möchte. Selbst alte Feinde schließen sich den Kräften des Lichts an und weil alles so richtig flott Richtung Happy End geht, versöhnt sich noch schnell der totgeglaubte König mit seiner Tochter. Und damit, und das finde ich eigentlich besonders schön, wird der nicht geklärte Konflikt mit Zelda und ihrem Vater aus Breath of the Wild ordentlich aufgearbeitet. Hilft zwar der Zelda aus Timeline 1 nicht, aber hey, immerhin etwas. Vielleicht schaut ja König Roam Bosphoramus Hyrule in Geisterform aber ja nochmal bei Zelda vorbei und lobt ihren neuen Haarschnitt. Und natürlich den von Link und entschuldigt sich bei ihr. Für die finale Schlacht verbünden sich alle freien Völker von Hyrule, um Ganon endgültig zu stoppen. Und dieses krachende Action-Finale und die Auflösung der Geschichte rund um unseren kleinen Roboterfreund, die mindestens genauso schwachsinnig wie rührselig ist, spoilere ich hier einfach mal nicht, sondern überlasse es euch selbst, dieses Abenteuer zu erleben und zu erspielen. Oder ihr glotzt euch das Finale einfach bei YouTube an. Aber ich denke, selber zocken kann man sich hier ruhig mal gönnen. Am Ende steht natürlich ein Happy End. Und im Gegensatz zu Breath of the Wild kein komplett zerstörtes Hyrule, nur ein so etwa halb zerstörtes. Doch was dies für die Timeline von Zelda bedeutet und vielleicht für die zukünftigen Teile, dies kann euch wohl nur Nintendo beantworten.